Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Wir sind bei LS17 auf also Snofka. Und da vorne seht ihr schon den Killerkeks. Moin, moin. Ich glaube, der muss mal ein bisschen angestupst sein, dass er arbeiten tut hier. Ja. Ich bin stinkend faul. Ich bin noch im Urlaubsmodus. Du hast doch schon Geld auf Ich dem hatte jetzt Konto. Du zwei hast gesagt, Tage. du kommst erst arbeiten, wenn du Geld auf dem Konto hast. Jetzt hast du Geld auf dem Konto. Ich hatte 2 Tage frei. Ich brauche wieder ein bisschen. So, wie ihr seht, ja, das ist auch eine Arbeitswoche, du. Einmal in der Woche wird nur gearbeitet und das freut das. Ja, und der hat aber Stunden ohne Ende. Das gibt's doch nicht, du. Ich glaube, ich muss den Arbeitsvertrag nochmal überarbeiten. So, wie ihr seht, der Killerkick ist schon am Ernten. Ich werde auch gleich ernten. Wir haben gerade noch einen zweiten Drescher erstmal gemietet. Aber zuallererst werde ich mal unsere Schnitzel verpflegen, weil die werden uns irgendwann mal richtig Knete reinbringen. Also ganz wichtig, dass die Schnitzel verpflegt sind. Ja. Raps können wir noch Und ja, warten, damit. das ernte ich da gleich, das kann ich dann nachher reinhauen. Was wolltest Damit du? MD genug zu essen hat. Genau, damit der Michel genug Schnitzel und T-Bone Steak. Ach nee, die kommen ja nicht vom Schwein. Nee. Aber er weiß ja, was wir meinen. Wir müssen bloß nachher einmal mit dem Trecker, wenn wir hier oben am Ansehen sind, einmal am Wasseranhänger ranfahren und Wasser reinlaufen lassen. Der LKW vergesse ich einmal wieder, der hat ja keine Hängerkupplung. Nee, genau, den immer in der der hat jetzt nicht, das stimmt. Obwohl es eigentlich schade ist, normalerweise haben die da dran, ne? Ja, eigentlich schon. Wenn du jetzt ein ganz Naja. kleiner, aber warte mal, du musst mal gucken. Naja, gut, das ist Jetzt der kommt kleine TGS. Beim TGS hat das nicht jeder dran, ne? Das wusste ich damals kommt im er bald der Baustoffhandel, die zwei 19er. kleinen von uns hatten auch keine dran, ne? Aber es kommt ja bald der 19er. Da wird ja alles besser. Genau, und da hoffen wir mal, ne? Aber wenn man so wieder die Factsheet sieht, die auch wie heute gekommen sind, also ich finde der New Holland Radler, der sieht geil aus, der hat irgendwie was. Ja. Der, genau, und der war auch im 15er. Der war auch im So viel 15er ist. und ich glaube im 17er ist er damals als Mod gekommen, ne? Der New Holland Radler, der kam einmal als Mod. Aber den hat kaum einer, oder den haben wir kaum genutzt, weil der wirklich, ja, an der Grenze gekommen ist, der eine große Schaufel dran hat, so wie der Liebherr-Backe. Nee, siehst du, und dieser, der heute vorgestellt worden ist, das ist nämlich den habe ich die ganze Zeit beim 17er gesucht. Weil im 15er gab es sie definitiv, das weiß ich auch. Ja, ich hatte ja nur die PC-Version beim 15er. Und da war der auf jeden Fall. Und den habe ich hier beim 17er gesucht, wie so ein Irrer, weil das ein richtig geiler, weil das ist nicht dieser Knicklenker, sondern das ist der, geht wirklich nur vorne die Räder. Ich weiß, da habe ich gar nicht drauf geachtet vorhin beim Factsheet. Aber auf jeden Fall, die Factsheets heute, das waren wenigstens mal wieder vernünftige Sachen. Auch mal ein anderer Silo King, nicht immer nur ein und derselbe, ne? Genau. Okay, Silo King ist ja nur die Marke, also Futtermischung. Ja, man sagt genau wie Flex. Flex ist Ja, es eigentlich nicht, das ist Winkelschleifer. das ist wie bei, wenn du Estrich-Elemente nimmst, alle sagen Fair Marcel. Ist es aber nicht, heißt eigentlich Estrich-Element, ne? Das ist halt bloß halt der Genau. Name. Der gängigste Name, ne, deswegen. So wie im Busschlüssel. Das ist ja nur, weil es die Firma im Bus. Da ist eigentlich auch anders. So, Körner mal, den schmeißen wir noch rüber. Wie gesagt, Raps schmeißen wir gleich rein, wenn wir geerntet haben, da oben. Wasser können wir nachher immer. Läuft. Aufnahme und der Chef fährt schon wieder gegen, überall. Das ist jetzt, weiß ich, was wir uns hier auf jeden Fall schon kaufen müssen, ist Wolle-Container. Wolle-Container und den kleinen Radlader, um Wolle aufzuladen. So, da werden wir auch wieder den kleinen Radlader holen. Das macht sich wirklich ganz gut da unten. Weil der kommt da diesen scheiß unebenen Gelände wirklich sehr gut vor. Das merken wir auf anderen Karte. Ja, und da ich das ja nicht so gut kann mit den Paletten, musst du das eh machen. Du, damit habe ich kein Problem. Ich stapel Paletten, bis der Arzt kommt. Ich tue Oder daran, unser dass ich Praktikant. Staplerfahrer bin, ne? Vielleicht der Vergesse nächste mich aber nicht, einen Praktikant darf das mit der Staplerfahrer Hand Klaus. aufladen. Oder unser Praktikant darf das nächste Mal mit der Hand stapeln. Genau, der nächste Praktikant darf das alles mit der Hand machen. Genau. Mal Kevin anrufen. Kriegt er, genau, kriegt er so eine alte Handsense in die Hand und dann darf er hier erstmal ernten. Die große Wiese abernten. Genau, mit der Handsense, so wie man das früher gemacht hat. Ja, so ist das. Aber das Wetter ist doch wohl zum Mäusemelk, oder was? Ja, nachts ist es kalt. Also heute Morgen, wie ich losgegangen bin, hatten wir bei uns 7 Grad. Und tagsüber waren wir bei 25. Ja. Das ist schon echt heftige Temperaturschwankung.
Tja, bald ist es so wie in der Wüste hier. Nachts hast du minus 10 Grad und morgens hast du 50 Grad, Tasswasser 50 Grad. Bin ich ja mal gespannt. Es wurde ja, ich habe letztens hier mittlerweile schon mehrere Meldungen gesehen, dass Oktober sehr warm werden soll, aber dafür auch starke Unwetter zum Ende des Monats. Ne? Ja. Und einen starken Winter sollen wir kriegen. Da bin ich ja mal dieses Jahr mal echt gespannt, weil im Winter hatten wir hier ja schon ewig nicht mehr so richtig. Nee, also meinetwegen kann es regnen, wie es will. Ich wohne oben auf dem Berg. Ich sauf nicht so schnell ab. Von mir aus kann es auch regnen, mich stört es nicht. Ich habe hier auch, wir haben hier bei uns auch gar nichts in der Nähe, Fluss. Wir haben nur zwei kleine Teiche hier in der Nähe. Und da es ja dieses Jahr schon mehr als genug geregnet hat, da ist auch nichts passiert. Ja. So, dann fangen wir mal an, den Killerkeks beim Dreschen zu unterstützen. Geruckt hat. Chef hat natürlich einen größeren Drescher wie der Lehrling. Ich hab das erste Feld aber schon näher. Ich bin auch gleich fertig. Ja, mit dem Hochfahren. Aber warte mal, das war Feld 14, ne? Das muss ich mir erstmal mein Traktor leihen. Ich weiß gar nicht, was passt hier eigentlich rein in den Drescher. Ah, mal gucken. 12,5. Ja, wissen, wie viel wir reintanken. Wie viel bis er voll ist. Das waren eigentlich beides 900er, ne? Die Traktoren sind beides ja. 900er, ja. 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 Ach ja. Ja, nun ist wirklich schon wieder Freitag, da. Heftig. Jo. Morgen schon wieder Samstag. Und dann ist die Woche schon wieder. Sonntag, dann ist die Woche wieder rum und dann sind es nur noch ein paar Tage bis zum LS. Genau. Noch ein paar Tage bis Weihnachten. Was müsste jetzt noch 39 Tage bis LS-Jahr, ne? Müsste hinkommen, ne? Ja, dürfte jetzt hinkommen. Dann geht's rund. Maybe im Hund. Aber wir werden natürlich keine von denen sein, die gleich um 24 Uhr anfangen, sobald das Spiel raus ist zu streamen. Ich werde gemütlich morgen, wenn ich ausgeschlafen habe, werde ich anfangen. So, Maya, denke ich mal, sowieso vorher schon Let's Plays kommen werden, weil ich denke mal, so wie Sachsen und so, die werden die Spiele bestimmt früher kriegen. Gehe ja. Ich jetzt mal ganz stark, wenn, also wenn das Spiel fertig wird. Also, der kriegt bestimmt so eine Presseversion, weißt du? Weil ich weiß, bei Manus und Friseur Gamstick habe ich letztes Mal gehört, hatten sie schon gegrübelt, ob sie vielleicht, wie beim 17er das Glück haben, dass sie das Spiel eine Woche früher kriegen. Ist da kann man sich das ja schon mal angucken. So eine Presseversion. Oh, wie gesagt, ich muss jetzt nicht unbedingt um 24 Uhr, wie das jetzt viele zum Beispiel bei Call of Duty gemacht haben, heute Nacht um 24 Uhr angefangen haben zu streamen. Ach, das brauche ich nicht. Ich fange an, wenn ich ausgeschlafen habe. Ja, eh Urlaub die Woche. Oder anderthalb Wochen. Genau. Genau. Wir sind auch keine Abu-Jäger. Ne, die anderthalb Wochen werden wahrscheinlich noch mit Überstunden aufgestockt, dass ich genau zwei Wochen Urlaub mache und dann passt das. Zwei Tage sind 18 Stunden. Ja. Die kann ich vom Konto runternehmen, dann bleibe ich genau zwei Wochen zu Hause. Dafür sind die Überstunden ja auch da. Genau. Die verfallen ja sonst auch, ne? Irgendwann. Nee, bei uns nicht. Das wird immer gesammelt. 50 Stunden musst du sowieso auf dem Konto haben. Das ist wirklich immer als kleinen Puffer. Achso, okay. Und alles darüber kannst du dann aussuchen, ob du dir das dann halt einmal im Jahr ausfallen lässt oder halt Stück für Stück abbummelst. Wo ich dachte, ausfallen lassen, brauchst du diese Stunden nicht. Nee. Weil du einfach zu viel Verlust machst. Richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie das läuft. Irgendwie so, wir haben sozusagen zwei Konten. Also die 50 müssen wir erst voll machen. Mhm. Und wenn du denn zum Beispiel am Tag, da, wenn du die 50 voll hast, machst zwei Überstunden, geht eine Stunde auf das eine Konto, eine auf das andere. Und das eine Konto wird halt jeden Monat wieder auf Null gesetzt. Das ist das, was du dann an Überstunden am Monat mit ausgezahlt kriegst. Achso. Also wenn du dann sagst, du machst drei Stunden zum Beispiel, dann hast du anderthalb Stunden auf den einen Konto, anderthalb Stunden auf dem anderen, auf den normalen Zeitkonto. Das ist sozusagen ein kleines Sparbuch. Dass du immer auch ein paar Stunden hast zum Abbummeln, genau. Ein paar Stunden hast, oder halt, damit es einfach auch gelohnt wird, wenn du Überstunden machst mit dem Ausfahren. Ja, oder zum Beispiel, wenn mal nicht viel zu tun ist, dass du sagen kannst, okay, ich mach Feierabend, richtig. Bevor ich jetzt hier zwei Stunden die Halle fähig noch, mache ich heute zwei Stunden früher Feierabend. Genau. Oder wie es auf dem Baustoffhandel der Fall war, weil da gab es ja kein Stundenkonto, es wurde ja alles ausgezahlt, dann standst du da im Winter und hast zwei Stunden aus der Tür geguckt, noch bis um drei. Hm. Und die zwei Stunden, wenn wirklich keine Sau kommt, können ja auch extrem lange werden. Ja.
irgendwann ist auch das stärkste Handy-Akku leer. Vor allem gerade draußen und bei Kälte, ne? Genau, man fängt auch an, irgendwann nur Blödsinn zu machen, weil einfach langweilig ist. Ja. Ich Blödsinn, sag mal, wo kommen wir denn da hin? Kennst mich doch. Nie nicht. Nie nicht im Leben nicht, ne? Ich hab einen Heiligenschein über dem Kopf. Denkst du? Ja, nicht so klar. Der nur leider ein bisschen verträgt ist zurzeit, ne? Das kann man sehen, wie man will. Er ist nicht mehr ganz so helle. Also er scheint nicht mehr so hell. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht mehr ganz so hell. Nun geht's ja los. Ja, so ist das. Jo. Muss ich vom Lehrling schon als nicht ganz so helle angreifen lassen. Nein. Der Heiligenschein ist nicht mehr ganz so helle. Der leuchtet heller wie je zuvor. Ja, ist schon klar. Oh, da habe ich schön Königsberger Klopse gegessen. Ich hatte so einen vorgefertigten Fond von meinem Bruder gekriegt mit Klopsen drin. Mhm. Brauchte ich dann nur noch ein bisschen andicken mit Creme fraiche, wollte ich gerade sagen, saure Sahne. Und so ein bisschen mit Essig und Zucker abwürzen. Alter, hat das geil geschmeckt. Aber so habe ich mir schon das ganze Gekoche vorgespart. Jo. Und wenn die Königsberger Klops machen, da kommt ja, die müssen ja, ja, einen XXL-Topf oder zwei Töpfe fertig machen, weil die ja halt genug Leute sind. Und das hat er damals gesagt, weißt du was, dann mache ich für dich was mit, bevor du dir das alleine alles machst. Wenn man sieht, für sich alleine macht, wird es eh viel zu viel. Ja. Oh, schön ein paar Kartoffeln geschält dazu gegessen. Mann, Marmelade, das hat richtig lecker geschmeckt. Das kommt, wenn man über Essen redet und nicht achtet. Dann habe ich nicht gesagt, ich muss drauf achten, wann das Ding voll ist. Dann habe ich da einmal eine lange Spur reingezogen. Erzählt. Oh, vom Essen ablenken lassen, ne? Bei die Frucht gefahren. Also das kriegen die Schweine bestimmt 100 Liter weniger Raps. Ja, siehst du? Und ich passe hier auch wie so ein Schießhund. Ah, das sieht nur keiner, wenn du wo reinfährst, ne? Nee, du bist weit genug weg. Ach nee, du, das kommt, wenn man über Essen redet, aber das hat ja gut geschmeckt. Auch noch genug über, da werde ich mir morgen Mittag gleich nochmal schön warm machen. Muss ja, dein Bruder ist ja Koch, ne? Wegschmeißen. Hä? Dein Bruder ist ja Koch, ne? Mein Bruder ist Koch, ja. Na, der Königsberger Klopf, glaube ich, das hat seine Frau, Freundin, also meine Schwägerin, glaube ich, gemacht. Aber trotzdem mal so. Was von denen kann, kannst du alles essen. Deswegen also muss ich mich mal öfters da wieder einladen, das nützt nichts. Der Magen muss vollgehauen werden. Ja. Entweder will Riesland essen. Richtig. Ja, so langsam sicher kommen wir hier auf der Karte auch zum Ende, bevor wir zum 19. übergehen. Also, geil wäre es ja, wenn die Karte auch wieder als Mod nachher in einem 19. mal gibt, ne? Ja. Also, die würde ich auf jeden Fall wieder anspielen. Das wäre genauso, wenn die Björn Hollen kommen würde, endlich mal im 19. Die würde ich auch sofort runterladen. Ja. Ich bin mal gespannt, was die alles an Mods rausbringen. Ja, es soll ja angeblich, sobald du die Karte, sobald du das Spiel starten tust, am 20. sollen ja schon Mods verfügbar sein. Da bin ich ja mal gespannt. Haben sich auch wieder bestimmte Leute wieder extrem weit aus dem Fenster gelegt, dass es so sein wird. Gut vorstellen könnte ich mir. Ich glaube, im 17er damals waren am Anfang auch gleich Mods drin, ne? Das weiß ich nicht wirklich. Ich hab's ja nicht von Anfang gespielt. Ich glaube, da war auch schon was drin. Ich glaube, der Fan war gleich mit als erstes, der Fan-Trescher. Das war gleich einer der ersten Mods, die drin waren. So könnte ich mir das dann zum Beispiel auch mit John Deere vorstellen, weil wie gesagt, wenn du so guckst, bis jetzt sieht es nur aus, als nur ein Drescher kommt, dass dann vielleicht nochmal ein Drescherpaket nachgeschmissen wird. Ja. Ich sage, die verraten nicht alles. Nein. Ich bin nur gespannt, wann sie uns mal verraten, was denn die letzte Marke sein wird, die offiziell noch reinkommen soll. Da steht ja immer noch Coming Soon bei Marken. Ich glaube, das wird eine von der letzten, ja, das wird das letzte sein, was sie raushauen dann, ne? Kurz bevor das Spiel wahrscheinlich rauskommt. Das soll, glaube ich, erst irgendwie ein paar Tage bevor das Spiel kommt, offengelegt werden, welche Marke das um welche Marke sich das handelt. Ja, da werden sie wahrscheinlich doch sonst was raushauen, um den Hype nochmal so richtig anzufachen, ne? Genau, nochmal zwei, drei Tage vorher nochmal alles rauskloppen und dann
Obwohl ich sagen muss, ich denke mal, Leute. die Forks-Verkaufszahlen, die können sich, denke ich mal, für Giant schon richtig sehen lassen. Ich denke mal, also wenn du das so mitkriegst abends im Stream, wie viele da sahen, die sich das schon vorbestellt haben. Wenn es davon die Hälfte nur vorbestellt hat, das ist schon eine Menge. Also sag mal so, Giant wird schon nicht verhungern dabei. Nee. Naja, die haben sich ja schon gesund gestoßen am 15. und am 17. Ne? Ich glaube, die haben genau den richtigen Schritt damals mit dem 13er gemacht, dass sie auf Konsole gegangen sind. Wo dann nachher im 15er ja Force zukam, das wurde ja mit mal gleich ein beliebtes Sache, ne? Obwohl, ich sagen muss, wenn du Streams guckst, machen relativ wenig Force, ne? Also wir sind da schon, glaube ich, mit welche, die wirklich am meisten Force machen. Das wundert mich ja eigentlich. Oder die es auch schon auf allen Ebenen ausprobiert haben. Die haben schon auf einfach probiert, auf mittel, auf schwer, mit Flügen, drei Düngestufen, all den ganzen Klimbim haben wir schon alles gearbeitet. Genau. Genau, mit Season Mods. Siehst du auch, also das finde ich siehst du relativ wenig. Dass welche Flügen anhaben oder drei Düngestufen. Gut, jetzt hier und auf anderen Sassenhofka haben wir es auch nicht an. Aber die Goldcrest Valley zum Beispiel haben wir bis zum Schluss mit drei Düngestufen gearbeitet. Flügen haben wir in der Herren ausgestellt, wo wir irgendwie was bei ja, knapp 200 Stunden waren, weil es wurde dann doch zu viel. Weil ja sich einige da nicht zusammenreißen können mit Felder vergrößern. Peter und Killer Keks. Ach nee, Peter hat da noch gar nicht mitgemacht. Die können wir keine Schuld geben. Also, aber wenn die Felder zu groß werden, ja, dann. Nein, schon. Da musst du nachher. Da ist jetzt schon mal nicht schlecht, dass die Geräte vom Big Button hin standardmäßig mit dem Spiel drin sind. Ob alle drin reinkommen werden, weiß man ja noch nicht, aber auf jeden Fall schon mal ein Teil. Also, wenn du wirklich große Felder hast, da ist es wirklich schon. Ja, weil du 2 Stunden brauchst, nur um ein Feld zu flügen, das ist einfach zu lange. Ja. Gut, ich meine, wenn du den Server voll hast mit 6 Leuten und auch 6 Leute bei sind, ne, dann. Aber 6 Leute nur am Flügen, dann schaffst du wieder nichts anderes. Das ist auch scheiße. Genau. Dann bleibt die Arbeit wieder auch an einer anderen Stelle liegen. Ja. Und das ist ja denn nicht nur ein Feld. Du kannst ja nicht mit 6 Mann 1 Flügen machen, nur mit Flügen. Naja, wenn du auf Feld 5 bei Gold Class Valley beschäftigt bist, doch, denn ja. Da müsstest du dann rein theoretisch das komische Ding von Lampen runterladen, wo du 2 Dinge anhängen kannst. Gibt's ja von diesem Lampen-Pack. Dann hängst du einen Flug in der Mitte an, einen links, einen rechts an den Ding ran, dann hast du 18 Meter, dann geht's natürlich schneller, ne? Ja, okay, das geht schneller, ja. Bei 18 Meter, bloß dafür brauchst du dann, denke ich mal, da ja jeder Flug schon 120 PS braucht, bei 3 Flügen kommst du, denke ich mal, mit 120 PS nicht mehr weit. Also bräuchtest du dann, denke ich mal, trotzdem schon, ja, einen großen Fan, großen Ferguson oder halt den großen Case oder sowas. Ja, oder die ganz großen Schlepper da, ne, dieser mit 600 PS da, ne? Ja, die großen Quadrak, wo dann sich die Erdachse schon wieder andersrum drehen tut. Genau. So, dann juckeln wir mal zum anderen Feld. Was kriegen wir eigentlich heute für den Raps, den du erntest, weil der wird ja verkauft. Mal luschen. Wolle können wir verkaufen. Raps können wir denn zur Mühle runterschaffen. 1400 Euro. Okay. Aber Wolle würde ich mal sagen, sammeln wir hier definitiv erstmal ein bisschen, ne? Ja. Haben wir gestern so gesehen, was wir da gestern bekommen haben für Wolle, ne? Ja, so dringend brauchen wir es, dass die Wolle nicht, also zum Verkauf. Man muss ja sagen, gestern war es ja auch nur ein Preis von 7000 Euro oder sowas, also war noch nicht mal ein Toppreis. Jetzt sind wir schon bei über 8000. Ne, sag ja, die Wolle ist ja eigentlich so, wir müssen sie ja nicht gleich verkaufen. Oh, richtig, ne, deswegen, wir holen da hin, stelle ich ein Dings hin, Container, den bringe ich den runter. Und stellen wir uns den kleinen Kram hier unten hin. Den wir zur Not auch gar nicht kaufen müssen, den können wir uns auch wirklich mieten und als Miete unten hinstellen. Auf einer Karte haben wir da jetzt mal gerade 1,2 Stunden drauf und der Koch, der frisst ja nun wirklich nicht viel Miete. Mm-mm. So wie den Drescher, welchen, ich weiß gar nicht, welchen du jetzt gemietet hast. Ich habe mir jetzt die Ferguson gemietet. Achso. Was kostet der Mietkosten? Naja, da gehen pro Stunde 19.000 auf Uhr weg. Aber das hast du halt, sobald du größten Drescher mietest, bei allen so, ne? Ja, aber du schaffst halt mehr in der Zeit. Richtig. Ja, ich meine, was nützt den Drescher, der zwar sehr billig ist, wo du aber 2 Tage am Dreschen bist. Gerade die großen Fässer. Wenn du hier fällt 8 und 9 mal hoch und runter. Genau. Und dann wenn du großfährst 2 mal hoch und runter, dann ist die Kiste fertig.
Da brauchst du also nur 20 Minuten und nicht 4 Stunden. Richtig, genau so ist es. Ja, wo wir sagen, wenn wir jetzt die ganzen Karten so nimmt, bis jetzt kommen wir eigentlich oder fahren wir eigentlich immer relativ gut mit der Substanz, wie wir immer anfangen und weiterarbeiten, also. Jetzt ist es noch nicht so, dass wir eine Karte aufgegeben haben, weil wir, ja, weiß ich nicht, bankrott quasi waren und halt nicht vorwärts gekommen sind. Nee. Weil du halt nur im Minus warst und alles Geld, was du am Tag verdient hast, hat nur dafür ausgereicht, um das Minus auszutilgen. Das haben wir wirklich noch nie Ja. gehabt. Was ist denn für mich hier für übel? Und voll. Ach, diesmal hat der Chef es rechtzeitig mitgekriegt. Aber wir haben auch nicht über Essen geredet. Genau. Ach, du bist auch schon auf dem dritten Feld drauf, oder was? Ja. Oh, siehst du, das geht doch rucki-lucki. Dann kann ich ja gleich, wenn ich hier fertig bin, den Drescher lasse ich auch hier umstehen. Das andere Gebiss liegt ja auch hier. Dann schnapp ich mir näher schon mal den Dings und mähe schon mal Gras, ne? Ja. Dass wir wollten ja diese Runde definitiv Heuballen machen. Stroh haben wir ja schon. Und dann nachher nochmal Silage ballen. Wo wir Silage ballen, aber denke ich mal auf Rundballen greifen werden, dass wir das Kuhn-Pack rausnehmen können, weil wenn wir ja nun beim nächsten Mal Praktikanten haben, ist so wie Michael zum Beispiel, hat ja zum Beispiel das Kuhn-DLC nicht. Ach so, ja, okay. Aber habe ich ja schon gesagt, weil er ja schon sagte, aber da kann er ja nicht mitmachen, weil wir die DLCs haben. Aber habe ich schon gesagt, das ist nicht so schlimm. Ich nehme das Kuhn-Pack raus und Also. wir entwickeln einen Rundballen. Genau. Vom Ach, Wickeln her mir ist dauert es ja egal. genauso lang. Bloß das Treffen bei Rundball dauert halt länger, ne? Genau, es ist Aber nur, dass dafür wir habe ich halt nicht. ja, glaube ich, die Krone haben wir hier drin. Ne, die kommt prima. Die soll ja ein bisschen schneller pressen. Oder ich nehme die zumindest mit rein. Runtergeladen hatten wir. Auf anderen Karte, glaube ich, haben wir die ja mit drauf. Ne, hier haben wir die noch nicht drin. Es geht darum, bei Rundbein muss halt immer anhalten, wenn er Ja. fertig ist. Ja, deswegen, aber die soll beim Pressen und beim Ausladen soll die Comprima wohl angeblich schneller sein. Die kostet zwar ein paar Mark mehr. Aber das werden wir sehen. Und wir für die letzten 3 Wochen da, oder, ja, okay, ein paar Tage sind ja schon mehr, aber dafür extra nochmal sich ein großes Paket Habe ich runterladen können, das, ja, habe das ich auch gibt's auf ja. der anderen, auf der Instanz oder Pacho gesagt, wer da mitmachen will. Und jetzt das Platinum DLC nicht hat, der soll einfach die knapp 40 Tage oder was es da was sind. Oder jetzt 39 noch warten. Und in 19 ist die Karte ja Standard drin. Da kann. Also von daher kann da jeder mitmachen. Aber es war halt so die Frage von vielen, ne, ob wir die nicht mal spielen können. Deswegen dachte ich, mache ich die als Let's Play. Und schon nutzen wir sie im 19 auch, weil im 19 jetzt streamen, glaube ich, werden wir sie nicht. Also meine Lieblingskarte ist es nicht. Ich muss sagen, wenn du so über der Karte rührst, so vom Aufbau ist die Karte ja wirklich geil. Aber dieses halt, was ich schon immer sagte, dieses grelle Rot, ne? Und das ist echt schrecklich. Diese extrem Farben. Das ist so eine Hippie-Karte. Lecky, das Feld fast abgearbeitet. Das läuft ja heute wieder. Bis jetzt ja. Bis jetzt hat der Lehrling auch noch Geld auf dem Konto, noch nicht weggenommen. Nee, noch fast 22. Siehst du, das ist immer ein kleiner Noch, Notgroschen. yep. Noch. Bis der Chef wieder was kaufen muss. Ja, der Chef hat nur 58 auf dem Konto, das ist nicht so viel. Als ob ich dir schon jemals das Geld weggenommen habe. Das hast du immer nur Nein, geträumt. nie. Nie nicht im Leben. Nie nicht im Leben. Alter. Oh, weißt du, wie hat Michael gesagt, wenn man hier arbeiten will, muss man Geld mitbringen. Nützt ja nichts, ich wollte doch die großen Maschinen fahren. Die kommen halt Genau, nicht selber mit Luft schuld, und ja. Liebe. Ja, genau, selber schuld. Ihr wolltet ja die Maschinen fahren.
wärt ihr mal bei den alten Fortschrittdreschern geblieben. Richtig. So. So, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende von unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Liken nicht. Wie gesagt, schreibt immer Feedback in den Kommentaren, freuen wir uns immer drüber. Für die Neuen, ihr dürft gerne ein Abo dalassen und dann würde ich mal sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.